die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, kurz EMPA. Hier forscht man an der Elektrobatterie der Zukunft. Sie soll mehr Energie speichern können, langlebiger, leistungsfähiger und umweltfreundlicher sein als heutige Batterien. Die chemische Zusammensetzung der Komponenten im Innern der Batterie ist entscheidend. Eine Batterie besteht immer aus Kathode und Anode, Plus- und Minuspol. Meist aus Aluminium und Kupfer. Eine Lithium-Ionen-Batterie ist auf der Kathodenseite beschichtet mit Oxiden aus Nickel, Kobalt, Mangan. Und auf der Anodenseite ist es Graphit. Dazwischen trennt eine ionendurchlässige Schicht, der sogenannte Separator, die beiden Komponenten. Sie dürfen nicht in Kontakt kommen. Kathode und Anode liegen je in einem leitfähigen Elektrolyten in der Zelle. Beim Aufladen werden aus der Kathode Lithium-Ionen aus der Beschichtung herausgelöst und wandern durch den Separator zur Anode. Dort lagern sie sich im Graphit ein. Beim Entladen wandern sie entsprechend zur Kathode zurück und geben die Energie frei. Die Elektronen fließen dabei über die Kontakte. Korsin Battaglia und sein Team erforschen, wie man Elektrobatterien optimieren kann. Ein Hauptziel ist es, den kritischen Rohstoff Kobalt in der Materialmischung zu senken. In den letzten 20 Jahren konnte man den Kobaltgehalt bereits stark reduzieren. Gerade das kritische Kobalt hat die einzigartige Eigenschaft, Batterien langlebig und leistungsfähig zu machen. Deshalb ist es besonders schwierig, auf diesen Rohstoff zu verzichten und schnell eine gleichwertige Alternative zu finden. Entwicklungen, in die die Branche ihre Hoffnungen setzt. China hat in die Elektroautoindustrie bereits mindestens 60 Milliarden Dollar investiert. Europa hat Nachholbedarf. Die Europäer haben das mehrere Jahre lang verschlafen und gemerkt, dass der Trend jetzt kommt. Es ist natürlich so, dass wir jetzt erst einmal Fast Follower sind. Das heißt, wir müssen den Wissensstand erst einmal aufholen, den sich Asien über viele Jahre erarbeitet hat. Parallel dazu wurden viele Forschungsinitiativen gegründet, sodass wir in 10 Jahren auch eine gewisse Führungsrolle übernehmen können im Batteriemarkt. Die Europäische Batterieallianz unterstützt 70 Projekte, um die Batterieforschung voranzutreiben, unter anderem auch die EMPA. Die Materialexperten hier forschen derzeit auch an alternativen Elektrolytmaterialien, die eine hohe Lithium-Leitfähigkeit haben. Im Labor ist ihnen das bereits gelungen. Statt der gängigen Elektrolytflüssigkeit als Lithiumleiter bauen die Forscher einen leichten Festkörper ein. Das macht die Batterie leichter und sicherer. Denn die Flüssigkeit ist es, die Lithium-Ionen-Batterien gefährlich machen. Auf der einen Seite ist das für die Sicherheit, aber natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass man die Batterien noch schneller laden kann und man dann in Kauf nehmen kann, dass sie wärmer werden. Hier wollen sie mithelfen, die Elektromobilität in die Zukunft zu führen. Und in ein paar Jahren sollen die Batterien nicht nur langlebig, leistungsfähig und sicher sein, sondern auch umweltschonender.